Millionenvermögen von Elon Musk soll beschlagnahmt werden, beziehungsweise ein Großteil davon ist ja schon beschlagnahmt, denn die Bankkonten von Starlink in Brasilien sind schon alle gesperrt und jetzt sollen auch noch die Autos, Flugzeuge und weitere Vermögenswerte von ihm konfisziert werden, weil er nicht zensiert. Er hat sofort alle Mitarbeiter von SpaceX aufgefordert, aus Brasilien abzuziehen und nicht mehr dorthin zu reisen. So schnell kann es gehen, wenn man auf der Abschussliste von Regierungen und Staatsoberhäuptern ist. In Brasilien ist X ja immer noch abgeschaltet und die Lage um Elon Musk spitzt sich jetzt wirklich zu. Und jetzt hört mal ganz genau hin, was Michael Schellenberger, ein Journalist und Aktivist, dazu zu sagen hat. Brazil is a censorship test case for other nations around the world. While Brazil appears to be an extreme case, every major developed nation, including the United States, has leaders who have been demanding similar kinds of censorship, including the deplatforming of disfavored voices. Und das, was er hier sagt, ist wirklich der Oberhammer. Er sagt hier nämlich, es mag sein, dass dich Brasilien nicht interessiert, das musst du auch nicht. Die Zensur und der Totalitarismus, die dort stattfinden, sind ein Probelauf für das, was sie hier tun wollen. Also sie haben Pläne, genau das Gleiche auch hier durchzuführen. Das ist keine Theorie. Die Zensoren sagen es selbst. Es gibt nur einen Weg, sie zu besiegen, keine Angst vor ihnen zu haben. Und das ist genau auch um das, was es heute im Video gehen soll, weil man braucht jetzt wirklich Strukturen, die außerhalb des Systems funktionieren. Man darf sich hier auch nicht einschüchtern lassen. Michael Schellenberger ist jetzt auch nach Brasilien geflogen, obwohl hier nach ihm gefahndet wird und er hier auch auf der Abschussliste von Brasilien ist, weil er hier regierungskritische Meinungen äußert. Hier wird nochmal klar, wie wichtig dezentrale Protokolle wie Bitcoin sind, die nicht einfach von der zentralen Instanz beschlagnahmt werden können. Aber da gehen wir später noch drauf ein. Im Guardian, einer britischen Zeitung, würde ja sogar die Verhaftung von Elon Musk gefordert. Also man will hier an sein Vermögen ran, man will ihn einbuchten, was ähnliches wie hier mit Pavel Durov passiert ist. Und es ist jetzt wirklich allerhöchste Alarmstufe, wenn man hier etwas Reichweite hat und dann hier gegen die ja regierungskonformen Meinungen hier dagegen debattiert oder Dinge sagt, die nicht regierungskonform ist, dann sehen wir, dass man sich heutzutage immer mehr in Bedrängnis bringt. Aber schön zu sehen, dass hier auch Widerstand geleistet wird und hier auch die Leute nicht alles mit sich mitmachen lassen, auch in Brasilien, die Leute benutzen trotzdem X über VPNs und so weiter. Und auch Elon Musk lässt sich hier nicht einschüchtern von irgendwelchen Richtern, die hier gegen ihn vorgehen. Ihr seht hier nochmal die Nachricht, Alexander de Moraes hat hier veranlasst, das Vermögen von Elon Musk bzw. hier von Starlink einzufrieren in Brasilien. Also nicht das komplette Vermögen, sondern hier nur in Brasilien. Und hier sind auch Autos enthalten, hier sind auch Flugzeuge enthalten. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Summe ist, aber es müssen auf jeden Fall Millionenbeträge sein, wenn hier auch Flugzeuge und so weiter involviert sind. Und seine Konten, die sind ja aktuell in Brasilien hier schon gesperrt. Aber wie gesagt, hier nur die Starlink-Konten. Und Elon Musk hat hier dazu auch Stellung bezogen. Er sagt hier, dass es dafür keine rechtliche Grundlage gibt und betont, dass Starlink ein eigenständiges Unternehmen mit anderen Anteilseignern sei. Er kritisiert Alexander de Moraes scharf und nennt ihn einen Scharlatan in Richterrobe, der nicht einmal ein Gesetz nennen könne, das Starlink gebrochen habe. Starlink gehört nicht Elon Musk, trotzdem wird hier sein Vermögen konfisziert. Und hier sieht man einfach auch, dass hier komplett Linien überschritten werden. Wenn hier der Richter, der Moraes, ein Problem hat mit X und mit seiner Plattform, dann kann er nicht einfach andere Firmen, die gar nicht hier mit X zusammenhängen, einfach konfiszieren, einfach hier das Vermögen konfiszieren, nur weil Starlink hier halt angreifbar ist in Brasilien. Bei X gibt es wahrscheinlich hier nichts Besonderes, was man hier in Brasilien konfiszieren konnte. Deshalb krallt sich jetzt hier die brasilianische Regierung alles, was sie hier von Elon Musk krallen können. Und das, was halt hier das nächste ist, sind dann halt die Assets, die hier von Starlink bzw. SpaceX sich hier in Brasilien befinden. Und das Üble ist ja, dass hier andere Anteilseigner auch mit im Boot sind. Das ist wie wenn du jetzt eine Firma hättest und dein Freund, der macht irgendwas Blödes, aber der Freund ist auch Anteilshaber von der Firma und auf einmal wird dein Haus konfisziert, nur weil dein Freund irgendwas gemacht hat, was der Regierung nicht passt. Und hier sieht man einfach, wie Eigentumsrechte immer weniger respektiert werden. Früher war sowas unvorstellbar gewesen und mittlerweile gibt es immer mehr Länder. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt schon überall auf der Welt ist. Es gibt auch Länder, wo Eigentumsrechte wirklich respektiert werden. Aber es gibt halt immer mehr so, ich wollte jetzt schon sagen, Shitholes, aber wirklich gefährliche Länder, wo man wirklich um seine Eigentumsrechte sich nicht sicher sein kann. Michael Schellenberger schreibt hier auch nochmal dazu, Brasilien behauptet, ein freies Land zu sein, das für ausländische Investitionen sicher ist,
Aber das ist es nicht. Es hat die Bankkonten von Starlink eingefroren, um sich an Elon Musk zu rächen, weil er sich gegen Zensurforderungen gewehrt hat. Und jetzt würde Musk SpaceX gezwungen, sich zurückzuziehen aus Angst um seine Mitarbeiter in Brasilien. Also es sind jetzt wirklich nicht nur hier die Assets von Musk in Gefahr, sondern auch hier die Mitarbeiter von Elon Musk, die hier teilweise klar verständlicherweise auch hinter Elon Musk stehen. Und wenn die hier auch weiter so die Welle von Elon Musk fahren, dann sind die hier auch in Gefahr. Und deshalb musste jetzt Elon Musk die Reißleine ziehen und hier SpaceX in Brasilien erstmal zurückziehen, was ja schon richtig krass ist, was ja auch eigentlich für die brasilianische Regierung eigentlich total blöd ist, weil da gehen Jobs verloren, da geht das Bruttoinlandsprodukt zurück, dann hat man weniger Wirtschaftsleistungen und so, das sind ja auch Riesenfirmen und so weiter, aber es scheint so, wie wenn die hier wirklich keine Linie kennen und keine Grenzen kennen und hier wirklich Grenzüberschreitungen aktuell ganz boswillig eingehen. Hier auch noch ein sehr interessanter Kommentar zum Richter, der hier das Ganze veranlasst hat. Hier, er hat X gesperrt, weil er freie Meinungsäußerung hasst. Er beschlagnahmt Vermögenswerte in einem dreisten Akt der Rache. Das ist das Zeug von Tyrannen. Das ist das Werk von Marxisten. Das ist genau das, was man von einem Juristen erwarten könnte, der sich große Mühe gibt, wie Voldemort auszusehen. Klar, das sind hier sehr harte Worte, aber zu einem gewissen Maß trifft es halt einfach hier zu, weil hier einfach Grenzen überschritten wird. Hier wird einfach Vermögen von jemandem konfisziert, auf das man gar kein Anrecht hat. Und wo ist denn jetzt die Grenze? Dann kann man ja in Zukunft von allen und von jedem, jeder, der wo irgendwo irgendwas Komisches sagt, kann man dann einfach alles konfiszieren, Häuser, Aktien, Kontos und so weiter. Und das sieht man ja auch jetzt bei Elon Musk. Man konnte das einfach innerhalb von Minuten alles sperren, konfiszieren. Und deshalb ist es halt jetzt so wichtig, auch hier Assets zu haben außerhalb vom Bankenkreislauf, außerhalb vom System, wie zum Beispiel Bitcoin, aber von mir aus auch physisches Gold, Silber oder sowas. Also alles, wo der Staat nicht so einfach draufgreifen kann. Wenn auch hier Elon Musk eine Bitcoin-Infrastruktur aufgebaut hätte, dann wäre er hier nicht so leicht angreifbar gewesen. Ja, ich weiß, es ist schwierig und so in so eine Konzernstruktur hier Bitcoin rein zu implementieren, aber jetzt einfach mal nur rein theoretisch. Als Privatperson ist es ja gar kein Problem, hier Bitcoin-Strukturen aufzubauen, hier eine Hardware-Wallet zu haben und so weiter. Und dann müssen Sie erstmal zu ihm nach Hause kommen. Wenn Sie dann wirklich seine Bitcoin konfiszieren wollen, dann müssten Sie im Worst Case ihm eine Pistole an den Kopf halten und sagen, gib mir entweder deine Wörter raus oder ich knall dich ab. Und das ist die Frage, ob dann ein Staat noch so weit gehen würde. Ich meine, im Extremfall wäre das auch vorstellbar. Aber man holt sich halt immer die Low-Hanging Fruits, das, was man sehr, sehr leicht konfiszieren kann. Und die Low-Hanging Fruits sind eben nicht Bitcoin, sondern es sind Immobilien, es sind Aktien, es ist Sparvermögen, von mir aus auch Cash Money, das irgendwo in der Firma rumliegt, im Tresor oder was weiß ich. Alles, was leicht zu ergattern ist, das wird erstmal einkassiert und dann die schwierigen, die komplexen Dinge, Bitcoin, wo dann irgendwie mit Multisignatur, wo man erst dreimal um die Welt fliegen muss, damit man hier alle Schlüssel zusammenbekommt, da sehen wir momentan noch nicht wirklich Fälle, dass da auch jetzt hier Machthaber hingehen, weil das einfach viel zu schwierig ist, sowas zu konfiszieren. Zeigt aber hier auch die Power von Bitcoin, wenn man hier sein Security Backup so aufstellen kann, dass man sich hier wirklich fast unangreifbar machen kann, weil du musst ja auch nicht unbedingt deine eigenen 24 Wörter oder deine Wiederherstellungswörter mit dir mittragen, sondern du kannst dir das Security Setup sogar so aufbauen, dass du über Multisignatur zum Beispiel 2 von 3 Schlüsseln brauchst, also du hast 3 Schlüssel auf der Welt verteilt und du brauchst Minimum 2 davon, um eine Transaktion tätigen zu können und die 3 Schlüssel sind eben auf verschiedenen Kontinenten verteilt und so hat man einfach hier eine Sicherheitsstruktur aufgebaut, die selbst von einem Polizist oder von einem Regierungsbeamten hier, der dir eine Knarre an den Kopf hält, nicht kompromittiert werden kann. Und ich kann das auch nur nochmal wiederholen, es gibt nur einen Weg aus dieser Situation heraus und das ist auch das, was Michael Schellenberger sagt, man kann solche übergriffigen Szenarien nur besiegen, indem man keine Angst davor hat, indem man sich selbst bestärkt, indem man sich vielleicht mit Bitcoin oder auch anderen freiheitlichen Dingen beschäftigt, indem man in seine eigene Kraft kommt, weil diese Leute können nur Tyrannei ausüben, solange sie über Angst euch und dich kontrollieren. Sobald du in deine eigene Kraft kommst, sobald du selbstverantwortlich, selbstsouverän bist, kann dir kein Staat, kein Machthaber, kein niemand mehr irgendwas abhaben. Klar, sie können dich kurzfristig ins Gefängnis einsperren und so weiter, aber ich bin immer der Auffassung, dass sich die Wahrheit früher oder später durchsetzt und das sind dann einfach nur temporäre Zustände. Langfristig wirst du immer besser fahren, wenn du hier freiheitlich aufgestellt bist, wie wenn du hier auf die tyrannische Seite überswapst und einfach hier alle Meinungen, die dir nicht gefallen, zensieren und dann nehmen wir den Leuten noch die Bankkonten weg, dann nehmen wir noch die Assets weg und dann framen wir es
sie noch in eine Ecke, in eine rechte Ecke oder eine Nazi-Ecke oder was weiß ich in was für eine Ecke. Und das ist einfach das, was aktuell abläuft. Und da darf man jetzt aber auch nicht wütend sein, weil wenn man hier jetzt in die Wut kommt, dann schadet man sich nur selber. Hier geht es jetzt wirklich auch darum, mit den Leuten Mitgefühl zu zeigen und diese Krisensituation zu nutzen, um sich selbst zu bekräftigen. Weil wenn jemand dich in Angst versetzt, wenn jemand dich in Wut versetzt, dann bist du kontrollierbar. Aber wenn du in Freude bist, in Liebe bist und auch weißt, dass du ein selbstsouveränes Individuum bist, dann können die Leute dir sehr wenig anhaben. Und wenn das nicht nur das Individuum macht, sondern wenn das die ganze Gesellschaft macht, dann können Machthaber, Tyrannen und so weiter, können keine Kraft mehr über dich ausüben, weil dann bist du das Souverän und nicht hier irgendein Staat, weil das ist genau die Thematik. Die Staatsoberhäupter können nur durchregieren, weil die Schafe es mit sich mitmachen lassen. Wenn die Schafe aufstehen, wenn die Schafe aufwachen, wenn die Schafe realisieren, dass sie nicht nur Schafe sind, sondern dass sie ganz große, mächtige Wesen sind, was sollen dann Machthaber, was sollen dann Tyrannen, was sollen die euch noch machen? Sie können euch gar nichts mehr machen und dementsprechend keine Angst hier, sondern einfach darauf fokussieren, sich selbst zu bestärken und selbst die Veränderung zu sein, die man in der Welt sehen will. Ja, jetzt hier sehr philosophische Rede, etwas ausgeartet. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt noch Bitcoin kaufen wollt, dann schaut gerne mal bei 21 Bitcoin vorbei. Der einfachste Weg, um in Europa Bitcoin zu kaufen, und mit dem Code BITCOINHOTEL könnt ihr noch bis zu 20% auf die Gebühren beim Kauf von Bitcoin sparen und seid dann wirklich gut ausgerüstet mit zensurresistentem Geld. Und jetzt lasst mich unten in den Kommentaren wissen, was ihr zu den aktuellen Ereignissen sagt. Wir sehen uns, bis dann. Peace out.